Ja, also die sehe ich ja auch nur aufleuchten, oder? Du siehst sie kurz aufleuchten, flackern und dann, während du sprichst, verschwindet sie, so als ob sie intelligent wäre und wüsste, dass du jetzt gerade analysierst. Ich gehe dann sofort zu der hin, also ich halte meinen Stab, der leuchtet ja noch, halte den ausgestreckt vor mir und gehe ja dahin, um die auch so im Dunkeln zu sehen. Ja, sie läuft über den Boden, springt, wie eine Gottesanbeterin das eben tut. Du müsstest einmal eine Athletikprobe schmeißen, um hinterherzukommen. Du musst jetzt ins Das Rennen verfallen. ist genau mein Ding, oder? Naja. Nee. Ja, dann stolperst du aus dem Haus heraus und siehst, wie die Gottesanbeterin am Feuer vorbei versucht, zurück in Richtung des Waldrandes zu kommen. Ja, also ich komme, soweit es geht, versuche ich hinterher zu kommen, hinter der. Ja, wie lange leuchtet jetzt dein Odem? Zwei Kampfrunden, 6 Sekunden. Dann ist er jetzt Danke, das vorbei. blinkt nur kurz auf, ja. Richtig. Möchtest du noch ein Odem hinterher schmeißen? Ja, macht vielleicht Sinn, aber diesmal ohne Zeit lassen. Aber wieder den Sichtkegel, also die Richtung ungefähr kenne ich ja. Ja. Ja, dann fängt sie wieder an zu leuchten. Und du kannst jetzt auch hinterherkommen. Sie versucht sich in dem Waldstück zu verstecken. Du siehst da noch gerade die Leiche eines Pardos. Das ist das, was dir Jalan aber auch erzählt hatte beim Report, als er dann die Wache übergeben hatte. Und da kannst du sie dann abfangen. Da will ich jetzt keine weitere Athletikprobe mit dem Odem. Schaffst du das dann so? Was Okay, willst du also ich tun mit schaffe ihr? es, Also sie. du kommst an sie heran. Was willst du jetzt tun? Willst du sie... Gottesanbeterin sind nicht giftig, oder? Die können wahrscheinlich ein bisschen Nee, zuzwicken oder so. die zwicken und das tut weh, aber sie sind nicht giftig. Okay, ich versuche aber sie. So sehr am Hinterteil zu packen, dann können Ja, wir... genau, also irgendwie so zu greifen, dass sie mich halt nicht zwicken kann. Aber ich meine, auch selbst wenn, das werde ich irgendwie aushalten. Also. Also Rodrigo hatte Brendita ein bisschen hinterhergeschaut, der dann sozusagen aus dem Haus herausgerannt ist, kurz im Lagerfeuer stehen geblieben ist, wieder gesagt hat, oh, der kann uns in 3, ist dann weiter hinterher, also sozusagen Wascha da einfach ignoriert. Ja, hat die Waffe dann jetzt gezogen in der Zeit, wo er den Odem gemacht hat und gefragt, was los, was los. Und als Kasim dann wieder, als Brindija wieder weiter hinterher ist, hinter dem Viech, ja, ist er auch hinterher. Er weiß nicht, was los ist, aber er schützt auf jeden Fall jetzt mal Brindija an. Ja, Er irgendwann sieht wird sich mich, also Brindisi ja noch ich dem. sehe die Kurzanbeterin nicht, weil darauf achte ich nur nicht auf den Boden direkt. Genau, Ja. also irgendwann wird sich Brindisi hinbeugen und ja, danach irgendwas schnappen. Ja, du schnappst und. Oh, dein Rücken. Oh. Du versuchst sie hochzuheben, schaffst es aber nicht und lässt vor Schmerz los. Das kann jetzt aber Rodrigo erkennen. Rodrigo, du hast gesehen, dass er hat nach einem Tier gegriffen. Das Tier, er wollte es gerade hochnehmen, ungefähr Handteller groß, also ein echtes großes Ding. Jetzt kannst du es aber erkennen und es springt gerade, während Brindigia nach seinem Rücken greift. Ist das ein Hexenschuss? Oh, tut das weh. Und dann siehst du es gerade wieder Rodrigo weiter. zimmert mit der Axt auf das Vieh. Alles klar. Attacke Raufen, erschwert um 6, weil klein. Nee, ich habe die Axt in der Hand. Das ist Ja? kein Raufen. Ja, Attacke trotzdem plus 6, weil klein. Entschuldigung, nicht Ja, Rufen. klar, plus 6 kann die. Ja, genau, Entschuldigung. Ja, währenddessen krümmt sich Vielleicht habe ich Brindisi am Glück. Boden. Ja, das werde ich auch einsetzen. Mein zweites Glück würde ich trotzdem versuchen einzusetzen, wenn das okay ist. Ja, Oder dein die Sache ist. Schicksalspunkt. Nee, dein Nee, Schicksalspunkt. dann nicht. Dann ist die Dann nicht. Attacke daneben. Okay. Dann offensiv umgewandelt nochmal mit plus 10. Dann gib mir vorher eine Athletik, um hinterherzukommen. Natürlich, das versuche ich. Ich will Der dranbleiben. erste Hieb in den Boden, knapp an Brindijas Hand vorbei, fast jetzt sie ihm abgetrennt. Du Ja, stolperst, stolperst. Athletik. Jetzt Mal könntest, Glück wieder das könntest benutzt. du nochmal mit Klick machen. Dann klappt das gerade so. Ja, Alter. genau. Und jetzt kannst du nochmal mit der Axt zuhieben. Ja, dann ist aber wieder eine neue Aktion, dann. Genau. Kann ich den eigentlich hinterhergelaufen Dann passt das sein? gerade so. Dann will ich das Ding treffen, theoretisch. Ja, der erste Hieb geht in den Boden, stolperst noch einmal durch das Blätter weg hindurch, stolperst über eine weitere Parderleiche, die hier ebenso ausblutend Ah, liegt, was ist denn und alles für eine Scheiße? Was liegt hier rum? dann fährt deine Axt fährt in den Körper dieser handtellergroßen Sonnenanbeterin, es knackt einmal das Chitin unter dir und dann kannst du einen lauten, infernalischen Schrei hören von einer Frau, die irgendwo vor dir im Wald hockt. Ein irrsinniges Kreischen. Ja, Richtung Kreischen rennen. Gut. Nochmal die Rodrigo Frage, verschwindet was im die Blätterdach. beiden Wir anderen springen wieder. hinterher?
Wir springen jetzt wieder zurück zur Hütte, wo jetzt die anderen ein lautes Ode Makanum Senserei gehört haben. Ihr werdet wach. Könnt gerade sehen, wie Brindigian und Rondrigo wie irre aus der Hütte laufen. Ja, auf. Kurz orientieren, allen anderen zubrüllen. Hinterher! Was? Keine Ahnung, da läuft jemand. Vorwärts! Und dann für euch. Aus, aufstehen! Der Schrei. Ja, spätestens bei dem Schrei ist Kasimir auch wach. Greift nur nach seinem Stab und rennt dann quasi nur in Unterkleidung dahin. Ja, ich stürme aus der Hütte. Schau mich jetzt mal um. Einmal links, einmal rechts. Wo laufen die beiden denn? Der Brindigian liegt auf dem Boden und krümmt sich und hält sich den Rücken. Ah! Brindigian, wohin? Woher? Da lang, zeigt hinter Rondrigo her. Die Angreifer sind in dem Wald. Schnappt sie euch. Hin nach! Los! Kasim versucht während dem Laufen, die Stabfackel anzumachen. Er kann sich vorstellen, dass das mit dem Feuer-Gin immer noch funktioniert. Probiert's einfach mal. Ja, sie leuchtet und du hast kurz, kurz überlegt, ob du damit den ganzen Urwald entzündest, denn sie leuchtet nicht einfach, wie sie normalerweise tut, sondern dein Stab steht in Flammen. Es ist taghell und dann kann Rondrigo vor sich im Blätterwerk sehen, irgendetwas sitzt dort oben auf einem Baum. Du kannst es erkennen in der Dunkelheit, ein leuchtender Hartholzharnisch. Und eine Frau, glatzköpfig, mit leuchtenden Tätowierungen im Gesicht, die sich einmal vom Baum, ja, sie springt einmal ab und fängt an zu fliegen. Das können die anderen jetzt auch sehen, nach etwa ein, zwei Sekunden versetzt, die taghell erleuchtete Fackel von Kasim und eine Gestalt, die über euch fliegt, in Richtung der Bergkette, in Richtung Westen. Ganz kurz, bevor sie zu Ich würde meinen Wurfdolch sofort hinterherwerfen. Rossi, weil ich war ja eigentlich kurz hinter Rondrigo, weil ich ja von hinter ihm, weil ich ja von anderen schon wach war. Also ich bin jetzt irgendwie ein bisschen schmick. Kann ich die versuchen vom Besen zu holen mit einer Akrobatikprobe, wenn ich sie hat keinen Besen. Die fliegt einfach so? Sie fliegt einfach so. Kann ich dann versuchen, sie so aus der Luft zu holen? Also sie fliegt auf, ich muss gerade überlegen, 10 Meter, sagen wir 20 Meter Höhe. 20 Meter Höhe vor Rondrigo hat den ersten Wurf. Ich werfe mal den Wurf durch, der macht ja sowieso nicht viel Schaden. Ich will ja nicht auf sie werfen, ich will halt wirklich versuchen, weil ich Akrobatik quasi habe, dass ich mit dem Acceleratus quasi irgendwie mich am Baum abstütze und dann versuche, in die Richtung zu springen. Geht das? Ja, würfel mal den Acceleratus, der Dolch trifft nicht. Bei der Höhe, bei der Geschwindigkeit, bei der Hexe funktioniert das nicht. Und, Rigo Faxius, Fingerstrahl, 2W6, Kopf. Oh, Aua. Edward Barth, kritischer. Nee, kein kritischer. Kann man irgendwie. Aber Treffer auf jeden Fall. Du bist noch halb im Schlaf, aber wie gut, dass dein Bogen gespannt ist, dein Echsenbogen. Wenn du willst, kannst du auch einen Pfeil hinterher schicken, ja, würde ich erlauben. Der Edward Barth wird hinterhergeschmissen. Wie gut, dass er nicht stecken bleibt bei einer 6. Wascher versucht sich zu konzentrieren und schneller zu werden, wie es sonst normalerweise klappt. Das geht aber nicht. Du kannst aber trotzdem immer noch irgendwas schmeißen, wenn du was dabei hast. Willst du deine Schlange schmeißen oder sowas? Nee. Was hast du denn dabei? Ein Dolch, ne? Wurfmesser habe ich dabei. Ja, dir steht natürlich auch eine Probe zu. Juhu. Hat der Alan getroffen oder nicht mit deiner 17? Müsste ich mal den Fernkampf gucken. Treffer. Ich habe 6 Punkte über. Ich glaube in der Nacht, das schwer. Nee, im Moment, das ist nicht Nacht, weil Kasibs Stab ist an. Fernkampf. Das Ziel ist Menschen groß plus 2. Die Entfernung ist 20 Meter. Das sollte das wohl. Dann, das wäre dann plus 1. Nee, plus 2. Also erste Kategorie bin ich. Ja, dann ist es minus 2. Sehr nah, oder was? Erste Kategorie ist minus 2. Das minus nach zwei. Der ersten. Es dann gibt ist näher, plus näher als sehr nah. Es gibt dann sehr nah und es gibt nah. Also du bist in der zweiten Kategorie, also plus minus 0. Ja, okay, so, also meine erste Kategorie ist 10, meine zweite ist 25. In welcher bin ich jetzt? In der zweiten, weil das in ja der zweiten, bis, genau. Das bist du, okay, alles klar. Sorry. Gut, dann ist das Ziel eine schnelle Bewegung. Das ist plus 2. Dann solltest du es schaffen. Und den Nachtbonus gebe ich euch von Kasim. Der war nämlich angesagt. Gut, dann triffst du die Hexe, die gerade mit ihrem Hartholzharnisch über euch fliegt. Und du triffst. Ich hab die auch getroffen. 7 Schaden, Rüstung wird halbiert. Dann darfst du auch Schaden würfeln. Und Wunschwelle sind 2 verringert. Hartholzharnisch ist eine Rüstung von 4.
Ja, kommt drauf an, wo du triffst. Adultanisch schützt du die Brust, wirf man die Stimmt, du hast recht, Trefferzone, sehr gut. Da triffst du einen Kopf. Schilder, da ist der Adultanisch so gut wie gar nicht. Ja. Hat er auch Werte, aber definitiv nicht die vorne. Gut, dann steckt der Pfeil in ihr Arm. Nee, steckt nicht. Ist ein steckt nicht, nein, also er bleibt nicht stecken. Wie viel Schaden ist der Dolch? Plus 2 oder plus 1? Trefferzone, linkes Bein. An den Armen und Beinen hat der Hadotanisch 1 jeweils am Rüstenschutz. Okay. Laut Zonentabelle. Ja, und die Hälfte von 1 ist immer noch 1. Das wird sie jetzt gerade ziemlich gut gepierst. Was könnte, dass sie die Konzentration verliert beim Liegen, weil sie eine Wunde bekommt von Bogen? Brindigian hat einen Hexenschuss. Willst du noch dich auf den Rücken rollen und irgendwas hinterher brüllen? Nee, ich habe nicht viel, was ich hinterherbringen kann, aber ich. Ja, ich stütze mich so langsam wieder auf meinen Stab und versuche auf die Beine zu kommen. Aber zu mehr bin ich nicht fähig. Weil. Ich habe nur 3 Aktionen Ladezeit. Ja, für einen Pfeil wird das reichen. Du hast ja dann den Schrei von ihr gehört. Wusstest, dass da irgendwas ist und Rodrigo ist dann ja auch. Also, du konntest dich dann auf alle Fälle bereit machen. Es fehlt noch der von Kasim angesagte Egnar Strahl. Also, was ich meinte, war, für den zweiten Schuss reicht's nicht mehr. Und du musst noch ansagen, bevor du würfelst, wie viel W6? 3 hatte ich vorher schon. Okay, das wusste nicht. 3. Muss mal gucken, was der Zuschlag war. Beim Engelstrahl das ist mal 3, aber für den Kopf. Ah, gut. 8. Ja. Gelungen. Ei. Ach, du bist der Großmeister des Frigifaxius. Okay, das tut weh. Ja, also so eine Erschwernis, die durch den Feuerdrin in deinem Stab ist, kannst du damit dann negieren? Kannst du deine 3W6 schmeißen? Warum ist doch gar nicht das Gegenelement Eis? Stimmt, du hast recht. Ich finde das immer noch so blöd. 13. Alter, in den Kopf. Bei um 2 reduziert der Wundschwelle. Würfel mal 1W20, hoch oder tief. Also hoch ist dann doppelter Schaden. Oh, stimmt. Also der einfache Schaden, 13, sie muss trotzdem eine Selbstbeherrschungsprobe machen. Dann stürzt sie jetzt ab. Der Effortbart trifft, der Wurfdolch von Rodrigo fliegt in der Nacht vorbei. Aber auch der Dolch von Vascha trifft. Und während sie halb über das Dorf hinübergeflogen ist, bricht sie aus dem Eisstrahl dann die von 20 Meter Höhe zusammen, also was heißt sie wirklich zusammen, sie ist in der Luft, wie ein nasser Sack plumpst sie auf die schwarze Plantage. So, 20 Meter hatte ich angesagt. 20 W6 minus 20, das geht nicht gut aus für die Arme. Ist kaputt. 20 Stück. Wie gut das hier mit der 20 Einsen. Sind 42 Schaden. Sie kann auch keine Körperbeherrschungsprobe machen. Weiche, irgendwelche Blumen. Nee, wir können da halt jetzt für eine weiche, sumpfige Plantage können wir halt was abziehen. Ihr könnt sehen, wie ein nasser, gefrorener Sack in Hartholzharnisch auf den Boden plumpst. Blutige See. Wie viel hat denn die Hexe? Ja, 43 Lebenspunkte. Das ist ganz schön viel. Aber dadurch, dass ihr vorher noch ein Effortbart und alles reinbekommen habt, sie ist quasi tot. Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt das erste Mitglied des Endurium-Korps vernichtet. Wie sieht das aus mit Hexenflüchen? Hören die auf, wenn die Hexe um... Nein. Bitte. Ich gebe die Szene wieder an euch. Ja. Rodrigo flucht noch ein wenig. Scheiße, ich glaube, sie ist entkommen. Hat vielleicht im Blätterdach ein wenig Orientierung verloren. Tapert Richtung Dorf zurück und der Brindijan sieht Brindijan. Ist alles in Ordnung bei dir? Alles gut. Habt ihr sie erwischt? Ich glaube, sie ist kaputt. Du hast sie erwischt, Kasim? Ich habe sie direkt am Kopf getroffen. Wo ist sie? Die ist da hinten runtergesegelt. Dort. Okay. Ich komme mit. Ich habe Licht. Dann schon los. Ja, dann hin, los. Und Dijan stützt sich an seinem Stab hoch. Ah! Und humpelt hinterher. Ich schmeiß irgendwie Myria, wenn die hier rumsteht, meinen Bogen zu im Laufen. Und Rodrigo schaut einfach unentschlossen, scheint aber dann erstmal Richtung Dings zu rennen und sagt: Dijan, ruh dich aus, wir kommen gleich zu dir. Und rennt dann auch Richtung, nein, joggt dann auch, rennt nicht, weil es ist ziemlich dunkel, aber joggt dann auch Richtung zu der Absturzstelle.
Ja, nach und nach werden auch Fackeln entzündet, die Dorfbewohner werden allesamt wach und auch natürlich die anderen Leute aus eurem Tross. Vor euch liegt eine glatzköpfige Hexe mit wilden Tätowierungen im Gesicht und einer, ja, die handgroße Praios-Anbeterin, die sonst auf ihrer Schulter gesessen hätte, liegt zerspalten von Rodrigos Axt in dem Dschungel neben dem anderen zweittoten Pader. Ihr Hartholzharnisch leuchtet leicht, nicht nur in den Farben, die sie bemalt hat, wie jeder andere auch, sondern auch mit einem anderen lumineszenten Eisblau. Sie hat mehrere große klaffende Wunden. Ihr könnt sehen, wie da wohl der Effortbart von Ephardaios eingedrungen ist, dann wieder abgebrochen und nach unten gefallen ist. Auch ein Dolch, ein Wurfdolch von Wascher, der dort geborgen werden kann und sich wohl im Hartholzharnisch befunden hat oder irgendwie an der Seite durchgedrungen hat. Und ja, eine riesige klaffende Wunde, die auch gefroren ist. Und das ist wohl das Werk von Kasim gewesen. Oder schon etwa die Taschen zu durchsuchen, vielleicht die Frau Schriftstücke oder Geld oder was auch immer dabei. Sucht sie auf irgendwelche unheiligen oder anti-elementaren Zeichen, wenn sie eh schon so tätowiert ist. Nein, sie hat nichts dabei. Sie ist quasi leicht bekleidet, nur mit dem Hartholzharnisch. Magiekundeprobe erschwert um 7 von den beiden Magiern. Na, von allen, wenn sie wollen. Damit könntet ihr euch zusammenreimen, dass man dann eben ein Gerät flugfähig machen kann. Also, dass eine Hexe dann auch keinen fliegenden Besen braucht. Das ist wohl ein Mythos. Kasim weiß das nicht, und Rigo auch nicht. Retigian weiß das. Die Hexerin von Lycosa sind hier bekannt. Die können sich natürlich dann auch auf ihre Hartholzharnische verlassen. Das macht sie so unglaublich gefährlich. Dyna! Potro! Sichert die Umgebung. Vielleicht müssen wir noch mehr. Hey. Ich guck sie mal mit dem Stiefel an. Was sind das für Tätowierungen, Retigian, die sie am Gesicht hat? Was bedeutet das? Ja, komm, schwertverzerrten Gesicht angehumpelt. Ah, das muss eine Rächerin Lycosas sein. Eine Hexe. Winkert kurz zu Wascher rüber. Die guckt dich nur völlig an, am Motto, was ich? Okay, was bedeutet das? Das war anscheinend eine bösartige Hexe, oder? Ja, ich kenne nicht viele der Rächerin Lycosas, aber eine hat mich mal einen Zauber gelehrt, die mit Rebellen umhergezogen sind. Aber soweit ich weiß, ist der Zirkel zerstritten und es gibt tatsächlich welche, die auch für die Hufflepuffs kämpfen. Was sind das für Tätowierungen? Da irgendwas auf Hufflepuffs hin? Da die Sachen im Gesicht, schaut es mal an. Kann ich da irgendwas erkennen? Definitiv. Oben das, was in der Mitte prangt, das Zeichen von Blackaratz. Und ja, das ist definitiv eine, die für die Ungeschaffenen arbeitet. Haben wir schon mal eine Ungeschaffene in der Nacht erledigt. Anscheinend haben wir Aufmerksamkeit auf uns zugezogen, nur wieder. Eine weniger, um die wir uns auf den Weg sorgen müssen. Wir lassen es erstmal wieder zurückgehen. Wir müssen noch versuchen, ein paar Stunden zu schlafen. Ich glaube nicht, dass wir ganz viele von denen am Arsch haben. Haben jetzt auf jeden Fall ihre Aufmerksamkeit. Die hatten wir vorher auch schon. Wir wurden doch schon, als wir im anderen Dorf Aschtal oder so wie das hieß da ankamen, hatten wir doch auch schon einen Dämon am Hintern. Einen von diesen Dämonen, die uns auch vorgeworfen wurden. Hoffen wir, dass das die einzige war. Ich kann das nicht nochmal machen. Was ist eigentlich aus dieser Widerstandskämpferin geworden? Die war doch ziemlich sauer auf euch. Weiß ich. Anscheinend ist sie bei dem Dorf geblieben, bei dieser Zeltstadt geblieben, wo sie wohl wahrscheinlich auch da irgendwie einen Schutzdienst verrichtet oder sowas, was auch immer sie da tut oder so. Ich hätte Geld darauf verwettet, dass sie noch versuchen würde, euch umzubringen. Vielleicht, wenn wir länger da geblieben wären, hätten sie es vielleicht versucht, aber so ist doch alles gut gelaufen in der Hinsicht. So, lass uns schlafen gehen. Ephardaios. Hm? Werdet ihr denn morgen einen Begräbnisritus durchführen? Doch wohl nicht für so einen. Ja, ist euch Eis gefallen. Der Herr des Eises wird sich um sie kümmern. Und er hat doch das Dämon mal auf die Stirn gemalt.
Aber kann man ihre Seele nicht retten, wenn man sie noch nach dem Tod bestattet? Eine Ungeschaffene, sie hat kein Recht mehr auf Wiedergeburt. Zustimmendes Nicken. Ach ja, Lan, ihr macht mir das schwer. Ich kann normalerweise die Seele einer Person auf Verderbnis prüfen, aber jetzt, wo sie schon tot ist. So, Befehl von mir, legt dich alle mal wieder hin, versucht noch ein paar Stunden zu schlafen, erholt euch. Ei. Wenn sie tot ist, sollten wir sie nicht wenigstens aufheben? Ich meine, mit dem Boden hier. Ja, nein, sie soll da liegen bleiben, bis wir sie morgen früh verbrennen. Ich meinte wegen ihrem Blut. Legt euch hin. Kümmert euch nicht darum. Das ist allerdings eine gute Frage. Was ist, wenn ihr Blut in den Boden sickert? Brindiglen, du hast doch vorher einen Odem gewirkt. Hat der Boden irgendwelche magischen Rückstände gezeigt? Zünden wir sie halt an, ist doch egal. Nein, der Boden war hier nicht magisch. Aber wir jetzt legen lassen. Dank lässt keinen schlafen. Los, legt euch hin. Aber ihr solltet sie trotzdem zumindest in den Dschungel zerren. Sie lockt Käfer und... Ja, ja, ich mach das. Brindiglen, du gehst... Ich mach das. Du legst sie hin, die anderen legen sie auch alle hin. Ich leuchte noch. Man schaut Dings an. Los, komm, wir machen das zusammen. Und auch Rodrigo geht dahin zu Dynar und zu der toten Hexe und packt sie am Hardoltanisch an. Nein, Leute, ihr geht auch schlafen. Ich mach das zusammen mit Patro. Geht weg. Nein. Ja, ungefähr 10 Minuten später könnt ihr wieder allesamt in euren Betten liegen, seid von Albträumen befreit und dürft 1w6 minus 2 regenerieren. Mit der Konstiprobe. Ja, Rodrigo sorgt dafür, dass die Leiche auch Richtung Wald in den Dschungel kommt und dann ihr Bein legt euch auch wieder hin. Ja, Wash hat sie ganz schön mitgenommen aus, die wird wahrscheinlich die Nacht nicht unbedingt mehr schlafen. Das scheint sie doch alles mehr mitzunehmen als die Leute, die seit Wochen irgendwie im Dschungel unterwegs sind, sie halt nicht. Und sie sieht irgendwie ziemlich mitgenommen aus gerade. Ich glaube, Lebenspunkte dürftet ihr quasi alle voll sein. Kasim muss noch seine Wunde in der Hand regenerieren. Die wurde doch magisch geheilt, oder? Kasim hat keine Verbrennung. Stimmt. Ich habe genau einen. Ja, die Verbrennung wurde, glaube ich, auch geheilt. Aber ihr müsst Astralpunkte regenerieren, weil ihr habt ja gerade was rausgehauen. Gut, ja, wir machen eine Pause und dann geht das nach der Pause weiter. Wir haben den nächsten Tag. Ihr erwacht, seid dann doch einigermaßen ausgeschlafen nach dieser sehr hektischen Nacht. Die Leiche der Hexe, Hexe von Lycosa, wie sie wohl heißt, dieser Orden, wurde dann in den Dschungel gezerrt von Dynar und dem Leutnant Ramirez. Und ja, ihr erwacht. Die Stimmung am nächsten Tag ist sehr gedrückt, könnt ihr feststellen. Die Maraskaner sind sehr ausgewechselt und es liegt nicht daran, dass jetzt diese Hexe in ihrem Vorgarten liegt, sondern es liegt daran, dass der Zartag ihres Neugeborenen vergangen ist. Das hat Brindigia natürlich schon am vorherigen Tage auch schon mitbekommen. Die Stimmung allgemein ist sehr gedrückt gewesen und sie waren nur so ausgewechselt, weil dieser Tag es eben von ihnen erfordert hat. Ihr werdet aber noch einmal versorgt, und zwar nicht mit Nahrungsmitteln, sondern mit guten Ratschlägen, die man euch auf den Weg gibt. Weitere Grüße in Richtung Kunchum, Tutsak, Sinoda, Jagan, wo auch immer ihr hin wollt. Und dann dürft ihr aufbrechen, zusammen mit Marziba, dem Volkulizaner und der Maraske, die dann den Weg findet. Die beiden gehen dann nach vorne. Und ihr dann höchstwahrscheinlich in mehr oder weniger großem Abstand zu dieser Spinne, zu diesem Skorpion, zu dieser Maraske. Ihr seid euch nicht ganz sicher, ob es ein Wesen ist, aber Brindidijan hat ja schon gesagt, dass es keine ungeschaffene Chimäre ist, sondern ein Wesen von Zar und Boren. Und so lauft ihr sehr, sehr anders. Hier mal hierhin, mal dahin. Irgendwelchen unsichtbaren Mauern ausweichen. Ihr seid euch nicht ganz sicher, warum die Maraske so läuft, wie sie läuft, aber sie bewegt sich auf alle Fälle und ihr kommt dann erstaunlich gut voran. Jetzt, wo in der Entfernung die Berge aufragen, ist es zwar steil, aber das Blätterwerk ist komplett weg. Die Farne wachsen hier nicht mehr ganz so gut. Einige abgestorbenen Pflanzenreste, wieder viele Kakteen. Und so werdet ihr nicht mehr durch die Vegetation blockiert, sondern nur noch durch durch den Anstieg. Und so schafft ihr nicht nur 4 bis 5 Meilen, sondern im Laufe des Tages sogar 9.
Wird es auch kälter? Nein. Die grüne Sonne ist immer noch über euch, es ist immer noch schwül. Das liegt wohl allgemein an diesem komischen Klima hier auf Maraskan, aber ja, die Sonne sticht eben. Jetzt habt ihr kein Blätterdach mehr, was euch da irgendwie behindert, also die gleiche Temperatur. Wascha, komm noch mal her. Ich will dich was fragen. Ja, die Karten ihrer Schlange irgendwas gemacht und kommt zu dir. Klaus reagiert immer erst ein bisschen komisch, wenn er die Schlange ihn so ein bisschen anzüngelt und so. Ja. Na, das, was du gestern erlebt hast mit. Ich weiß gar nicht, was es war, wohl. Eine Hexe, meinte doch einer der Magister. Ja. Ich habe sowas auch noch nicht erlebt, aber auf sowas musst du dich hier wohl gefasst machen. Also es ist feindes Land, in dem wir uns hier bewegen. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht verstanden, warum du denn dich uns anschließen wolltest. Momentan frage ich mich das ein bisschen selbst. Rodrigo sagte gestern irgendwas von, ihr wurdet schon mal von irgendwelchen dämonischen Wesen oder so verfolgt und was weiß ich. Ich wollte eigentlich nur runter hier. Ich wollte ja gar nicht auf dieser Insel sein, das war gar nicht mein Ziel und jetzt bin ich hier und ich wollte mit dem Schiff woanders hin. Ja, also ich möchte auch ganz gerne mit dem Schiff woanders hin, aber erstmal gibt's hier noch was zu erledigen. Pass auf, ich mache den Vorschlag. Also wir versuchen uns hier jetzt alle lebendig durchzuschlagen. Es wird noch sehr gefährlich. Ich muss eigentlich sagen, dass ich dir anraten würde, so ein Mädel wie du, dass du vielleicht lieber hier bei dem Dorf bleibst. Aber wenn du mitkommst, kann ich dir anbieten, dich auf einem Schiff. Ich habe selbst keins, aber wir haben da eine Verbindung, dass du mit uns übersetzen kannst. Und dann muss man mal sehen, wo du hin möchtest. Rodrigo hat ja schon sowas gesagt, weil, naja, die hier Sündgeweihten hatten gesagt, sie können mich so schnell nicht hier runterbekommen und Rodrigo sagte, ihr werdet nicht mehr so lange bleiben wie sie. Und naja, ich habe gedacht, ich lasse mich darauf ein, aber wenn ich jetzt schaue, womit ihr so zu tun habt. Und ich weiß nicht, ob die anderen es dir erzählt haben, aber der Grund, warum ich schon länger, naja, eigentlich nicht mehr so ganz weiß, wohin mit mir ist, weil die Leute alle gedacht haben, ich wäre eine Hexe. Und wenn ich jetzt sehe, was mit wirklichen Hexen passiert, dann habe ich schon ein bisschen Angst. Ach, du kannst doch nicht zaubern, oder? Und da stupst dir so an die Schulter. Mach dir doch mal keine Sorgen. Die Leute sind nur neidisch, weil du so hübsch bist. Das ist nett, aber naja, man weiß halt nie und ich weiß nicht, das ist einfach merkwürdig. Ja, es scheint ja alle so völlig normal mit den ganzen Sachen umzugehen, dass da so jemand aufgespießt wurde. Ich habe das noch nie gesehen. Ich meine, das Gesicht dieser Frau war so unkenntlich gezeichnet, dass ich hätte am liebsten mich neben sie übergeben und naja, diese ganzen Sachen hier, auf einmal wird es eiskalt. Ich hatte das Gefühl, ich wäre, wie sagt man, schockgefroren. Und meine Rashika, sie streichelt sich kurz über den Bauch mit einer Hand, wo die Schlange anscheinend gerade irgendwie ist. Du siehst so die Umrisse unter dem Kleid. Sie kommt auch nicht wirklich gut damit zurecht und euch scheint das alles so völlig, naja, nicht egal, aber hier ist halt alles so abgehärtet und ich komme mir immer so, naja, so dumm vor, weil ich das alles so neu, gruselig und irgendwie auch einfach erschreckend finde. Ja, aber sag mal, wie bist du denn hier überhaupt nach Maraskan gekommen? Die Situation hier, das ist ja nun schon ein paar Jahre so. Vorher war ich hier halt noch nie und ich bin mit dem Schiff angespült worden. Und das, woran ich mich erinnere, dass ich plötzlich das Gesicht eines älteren Sündgeweihten vor mir gesehen habe, der sich meiner angenommen hat. Ein wirklich netter Mann, aber auch er hat mir gesagt, ich soll möglichst im Lager bleiben, mich nicht wegbewegen. Eben wegen dem, was hier los ist, und da habe ich natürlich auch drauf gehört. Du bist also eine Schiffsbrüchige. Wenn man so will, ja. Ich war lange mit meinem, also eigentlich immer, soweit ich denken kann, mit meinem Vater und unseren ganzen Leuten unterwegs, unserer Truppe halt. Wir sind viel umhergezogen, aber wir haben nie sowas erlebt.
Pass auf, ich mache dir einen Vorschlag. Wenn du die nächsten 2 Wochen überlebst, das hoffe ich doch. Die Augen dann, weiten sich und man starrt mich an. Du was? Nur das wird schon gefährlich, aber das wusstest du jetzt nicht, aber das... Ich werde in den nächsten 2 Wochen sterben? Nein, hoffentlich nicht, aber... Man bleibt stehen und guckt dich so völlig baff an und schaut sich auch so ein bisschen hilflos um. Kasim ja, läuft. Neben dir marschiert dann auch einer der Söldner, das ist wohl Dynar, der mit dem Schnauzbart. Er kann nicht so gut mit Menschen, muss man wissen.